nächste Karte. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Bumm. Yay, abgebaut. Nein, mein Hubi fliegt weg. Das heißt also, auf dem Planeten gibt's keine Vorräte mehr, keine wirklichen Vorräte mehr. Man kann zwar immer noch Mini-Dinger finden, aber es lohnt sich nicht wirklich. Ah, oh, wir haben verloren. Und wie ihr gesehen habt, es war sehr schnell von Mittel auf abgebaut. In den Zwischenschritten. Schon bitte. Moritz, etwas Schlimmes war gerade passiert. Ich konnte nicht rüpfen. Nein, bei uns! Was ist passiert? Okay. Du weißt ganz genau, du kannst mir immer vertrauen, Bernd. Wenn du was loswerden musst, das ist einfach, oh mein Gott, okay, du bist noch gesund. Boah. Ich dachte schon, ey. Sonde unterwegs. Jetzt war ohne Luft einzuatmen, wo wahrscheinlich Material mitkommen würde. Material. Also, bei Ding kann ich joinen, aber bei Engine nicht. Ja, dann macht halt Mike ein Game. Ja. Wenn er wieder da ist, von fressen wollen. Nee, ich dachte, FD macht ein Game und ich joinen dann und wartet. Erstmal noch Trinken aufmachen. Ich denke mal, ihr habt gerade alles gehört von. Engine, ihr lag mich mal ein. Dich nicht. Ja, okay, warte schnell. Einladen, Engine. Starte Sonde. Boah, ey, ich sollte echt weniger Pringles. Was? Du Sünder, Alter. Genau, sie mag ich, sollte echt weniger Cola trinken. Ich sag dir einfach, die Cola aus dem Regal. Mhm. Alter, das kann man nicht wahr sein. Boah, so. Aber der Typ sich, weißt du, ist ja, dass der das Video nie angucken wird. Ja, deshalb sag ich jetzt was gegen ihn. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Der Typ sich, ja, du kann würdest wahrscheinlich auch sowas gegen ihn sagen. Ja. Sehr das hat, wer würde jetzt nicht? So mal ernsthaft, gegen die Armee habt ihr keine Chance, ihr Lutscher. Mittel. Komm schon. Alter, das kann nicht sein. Ich komm zu einem, kommt zu keinem von euch, in keinen von euch beiden rein. Alter, hey. Sind ihr euch sicher, dass ihr Gleitmittel dabei habt? Ja, wir haben Gleitmittel dabei. Sonde gestartet. Müsst ihr eigentlich zu euch reinkommen, aber ich schaff's einfach nicht. Kann ich nicht zu denen vordringen? Nein! Da kann ich doch so oft drücken und drücken. Ich muss nur für dich eintreten. Bernd, gib mir mal einen Schubs. Geht auf den Klaps. Mhm. Das stimmt. Ist eigentlich sinnlos. Mhm. Ganz sicher. Nein. Hallo. What's up? Oder wir versuchen es einfach so. Ihr kommt jetzt mal zu mir rein. Wisst eigentlich, was passiert, wenn man ohne Treibstoff in zwischen den Systemen rumfliegt? Hey Mike! Was suchst du? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht wir's mal. Treibstoffreserven bei 50%. Kommt ihr nicht rein? Nein. Alter, voll Mystery, ich komme bei Anthony auch nicht rein. Unser Treibstoffvorrat ist erschöpft. Shit! Ich bringe uns mit ULG zu einer Treibstoffstation. Liegt irgendwie an meinem Spiel, keine Ahnung warum. Also Anthony war ja bei mir drin, ne? Ja, liegt hier, ich weiß nicht warum. Also Mike, dann bekommt man einen Abzug von Palladium. Die Verbindung zum Host konnte nicht hergestellt werden. Was kommt man mit Palladium? Palladium-Abzug. Ich habe gerade bei leeren Tanks minus 660. Ach so. Ja, Palladium hat meine Moffel immer. Starte Sonde. Boah, Alter, ich liebe Pringles. Ich lade ihn nochmal in, oder? Alter, ich liebe Pringles. Klack! Unterwegs. Vor allem, es hat mir übel gehört. Kannst du dir die überhaupt leisten?
Wer jetzt? Weil schon wie viel Geld ich hab. Ja, anscheinend nichts mehr, weil du dich immer beschwerst. Nö, ich hab so wenig Geld, dabei hab ich nur Piep. Nein. Dabei komm ich rein, aber zu Moritz nicht. Ich meine, manchmal suche meine. Guck mal halt alleine. Alter, jetzt mach ich so, ich start nochmal. Nee, guck ich mal, ich will mein Geld momentan ein bisschen halten. Wow, das geht. Das möchte ich nie. Ey, Broken Arrow lokalisiert, was für eine geile Anspielung. Was? Hier ist so ein, was man so ein abstürzendes Schiff orten, ist auch ein DLC, soweit ich weiß. Oder, nee, glaub nicht. Allerdings, das Schiff heißt MSV Broken Arrow. Broken Arrow. Arrow. Also, gibt's auch einen Film oder sowas. Ich würde sagen, fahr ihr. Also, Moritz, ich versuche dich nochmal einzuloaden. Ich komme noch nicht mal mehr ins Spiel rein, Alter. Nein, die Wegs Engine spielt Call of Duty Modern Warfare 2. Bindestrich. Punkt, Punkt, Punkt. Boah, Alter. Oha, oh. Alter, du könntest doch wieder. Das hat sich gerade aber echt danach angehört, als würdest du kotzen. Alter. Oh! Diesmal sagt er so immer, lad mich mal nochmal ein, bitte. Ich kann dich nicht 100 Millionen mal einladen, wenn du nicht reinkommst, dann kommt halt nicht rein. Nein! Es war so, ich hab die Einladung nicht gekriegt. Ja, nee, ja. Sitz und Anschluss ist möglich, ich weiß auch nicht. Am besten Anthony nicht spielen alleine. Ohne dich sind wir eh besser dran. Versuch's mal kurz so, weil gerade eben hatte ich fast eine Chance. Ah, pass auf, ich guck jetzt nochmal. Macht einmal noch. Lass. Ich bin drin. Alarmstufe Kerl. Von Mike. I'm in him. Hey, Typis, haltet mal kurz eure Schnauze, ich muss jetzt lesen. Mike! Halt Maul, ich rufe Alarmstufe Kerl aus. Es gibt zwar derzeit keine Anzeige für Ärger, aber so weit draußen können wir jederzeit auf Gerd treffen. Wir müssen vorbereitet sein. Mir wurde gesagt, dass es eine ganz schlechte Idee sich so, dass. Es sei eine ganz schlechte Idee, sich so weit ins Gebiet der Gefahr zu wagen. Aber diese Kolonien müssen sich irgendwie verteidigen können. Halt's Maul, Moritz. Der einzige, der die Crew davon abhält, vor lauter Angst, solche Knie zu bekommen, sind die 100 Kisten Militärwaffen, die wir an Bord haben. Ein kleiner Landgang im Nachhilfesystem wird uns allen gut tun. Wir haben einige Lieferungen zu machen und es wird da draußen bestimmt nicht friedlicher. Ich rufe Alarmstufe Rot aus, die Gäste greifen an. Auf eine Auseinandersetzung dieser Größenordnung sind wir nicht vorbereitet, aber wir werden unser Mögliches tun, um das hier zu überleben. Die Kolonien brauchen die Waffen und der Angriff beweist erneut, wie ernst die Lage ist. Ende. Das ist mein letzter Eintrag in diesem Log. Angesichts des des Angriffs habe ich sofort Evakuierung und schnellstmögliche Ansteuerung der Kolonie angeordnet. Falls die Gäste dieses Schiff übernehmen, fallen ihnen auch die 100 Kisten mit Waffen in unserem Frachtraum in die Hände. Ich aktiviere deshalb mit meinem Autorisierungscode den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffes. Hoffentlich erwischt es dabei auch die Gäste an Bord. Und ich werde bleiben und dafür sorgen, dass das Schiff ein ehrenhaftes Ende hat. Mein Plan ist es, die Triebwerke abzuschalten, sodass wir den Orbit verlassen. Die MSV Broken Arrow wird hinunter zur Oberfläche gleiten, wo dann die Selbstzerstörung stattfindet. Ich muss vorsichtig sein. Wenn ich versage, ist völlig offen, was mit dem Schiff geschieht. Oh, shit! Jetzt müsste ich auch noch hetzen. Das ist verarsche. Alter, immer wenn ich meinen halbwegs guten Röpser rausbringe, toppt ihr das sofort wieder. Oh Mann! Richtig! Oh! Ihr übertreibt gerade maßlos! Nur wenn du es nicht kannst! Nein, übertreibt aber echt, jetzt mal ehrlich, dann wird's echt eklig! Navigationsstatus! Navigation offline!
Lebenserhaltungsstatus, also Lebenserhaltung, Systeme beschädigt, Hülle beschädigt, Atmosphäre wird ins All gesaugt. Hast du schon bei Endgame besucht? Maschinenstatus, Maschinen ausgefallen, um Energieversorgung wiederherzustellen, Energiekopplung reaktivieren. Warnung, Eintritt in die Atmosphäre folgt, Aufschlag auf Planetenoberfläche ist. In Kürze. Ja. Aufschlag auf Planetenoberfläche in Kürze. Wir sind solche Schweine. Alter, ohne Scheiße. Jetzt kommt. Oh, ist ein Gegner. Oh, das kotzt mir. Ja, was auch. Vor allem ich. Headshot. Und ich erschoss. Ich erschoss. Doch, dann bekam er einen Pfeil ins Ziel. Das hat keinen Sinn, wenn das ich... Das hat hier gerade rumgestöhnt. Lass nicht mich raten. Miranda war's. Kali. Sag ich doch. Ich sag's sogar. Alter, warum hat Kali hier so rumgestöhnt? Stöhnt. Lust du, lass mich raten. Miranda. Ja, ich dachte, oh, hier wird rumgestöhnt. Weil letztens hast du mal gesagt, oh, man rief Miranda stöhnt rum. Stöhnt dann dauernd rum. Die stöhnt die ganze Zeit bloß. Oh, guck mal, wie gut ich aussehe, Commander Shepard. Oh. Bin gleich da. Alter, wie komm ich da rüber? Bist du auch noch gleich da, Alter? Ich komme gleich. Ich komme. Ah, wie unwitzig. Alter, ich habe zwar keinen Plan, was ich hier drauf machen soll, aber... Oh! Bist du kleine Bitche, und warum erfasst dich mein Radar nicht? Also, ihr zockt jetzt schon, Leute. Ja, wir zocken zu zweit, weil du nicht reinkommst, du kleine Bitch. So. Ey, niemand nennt hier mein Bitch. Aber du bist nicht rein. So eine verfixte, voll verfixte, hätte ja so erfasst. Wow. Alter, Anthony, warum erfasst du meine Drohnen nicht? Hast du eiskalt drin? Eiskalt. Steppe ich im Club mit meinen Jungs. Eiskalt. Alles lüpiert um uns herum. Eiskalt. Wahrscheinlich hat er extra seine Klasse gewechselt, weil sie eiskalt und so. Nö, ich glaube, ich so drin, weil ich die EP sammeln will. So. Achso, sie nennt sie, denn diesmal nicht geil war ich. Von oben auf deinen Kopf. Besser als von hinten in deinen Arsch, obwohl, was heißt besser? Und von hinten in dein Hirn. Ja, weil ohne Hirn lässt sich's besser machen. Nee, wollte ich auch gerade sagen. Ohne Hirn. Ohne Hirn. Ja, ich kann das nicht so aussprechen, ihr wisst ja, wo ich herkomme. Ohne Gehirn. Ohne Gehirn, Junge. Ohne Gehirn. Oh, da bist du. Oh ja, da Mann, ich hab das gestorben. Wie kannst du das machen, Mann? Maschinensteuerung, Neustart. Oh, jetzt muss ich hacken. Dann hack mal. Anonymous. Was ist denn? Warte. Oh Mann. Du kennst nicht Anonymous. Doch. Ja. Ich weiß nicht, was ein Hacker ist. Das ist Anonymous. Das ist eine Hackergruppe. So. Noob. Ich muss nur das. Noob. 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 Nennt mich Noob, aber ich wette, ihr wisst Noob. Ich bin Noob. Ihr nennt mich Noob, aber ihr wisst gar nicht. Das Ganze war ja Noob, 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 Noob. Wie gay ihr seid, Alter. Wie gay, ohne Scheiß. Wie gay. Hey, no homo. No homo. Hey, Anthony, erzähl mal, was du heute in der Schule gemacht hast, Mike. Ne, das war witzig. Mhm. Haben wir dir das nicht schon erzählt? Ach so, dass du den Typen in die Box hast. Da feiert er gleich übrigens ab. Ja, das war voll witzig, Alter. Hey, keine Sorge, jeder kriegt was er verdient. Aber Mike, weißt du, wir haben es bloß getan, weil wir dir nicht sagen können, weil der uns... Weil der nervt. Weil er nervt, ja. Nee, weißt du, der ist neidisch auf uns, weil wir 16 Abonnenten haben. Darauf wäre ich ehrlich gesagt nicht neidisch. Also das ist jetzt für mich zumindest kein Grund, neidisch zu sein, sag ich jetzt mal. Weißt du? Nein, Scherz, der ist aber, der ist aber, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist, der ist ein Arschloch.
fühlt sich cool, indem er andere Leute. Also so wie Anthony, der sich auch immer cool fühlt. Er fühlt sich nur cool, wenn er. Das ist was anderes, ich bin cool. Achso, ja, stimmt. Hoffentlich darf ich wieder fliegen, hoffentlich darf ich wieder fliegen. Ja, du fliegst doch, das ist das. Gemessert. Ja, was laberst du? Ich bin ganz anders. Und du Idiot, ey, ich schieß dir in den Rücken. Und Umbridge ist die Wintersonne mitgebracht. Alter. Ey, das ist total schwul. Ich joine gerade in einem Frei für alle. Und der erste hat schon 29. Sehr scheiße.